Also, einfach gesagt, wir wissen jetzt, Saddam Hussein besitzt ganz sicher Massenvernichtungswaffen. Sie reden eine Verbindung zum Irak herbei. Lasst uns versuchen, sie festzunageln, okay? Wir haben folgende Theorie. Die Regierung hat sich bereits entschieden, einen Krieg zu führen und sucht nach Wegen, ihn zu rechtfertigen. Das ist keine Theorie. Wir arbeiten an etwas ganz Großem. Deshalb bin ich hier, um dir ein Angebot zu machen. Joe Galloway. Der geht sogar wie ein Bronze-Star-Besitzer. Und was willst du jetzt? Alles, von dem die Regierung nicht will, dass wir es wissen. Es wurde eine geheime Gruppe zur Kriegsplanung gegründet. Sie treffen sich in dem Gebäude, in dem ich arbeite. Welches Gebäude ist das? Das mit den 5 Seiten. Was ist dran an dem Gerede über den Irak? Sehr viel. Sehen Sie irgendeine Verbindung zum Irak? Vielleicht sind das nur Spekulationen aus dem Hinterzimmer. Gefährliche Spekulationen. Dass der Iran der Hauptgeldgeber der Terroristen ist und nicht der Irak. Dass ein Mann namens Ahmed Shalabi, der offenbar ein Gangster ist, Saddam Hussein ersetzen will. Und du könntest mein Lieblingsreporter werden. Wow. Die Beweise kommen von allen großen Medien des Landes. Außer von euch. Wir haben doch recht, oder? Ich spreche mit Ihnen, weil mir nicht gefällt, was diese Leute in der Regierung machen. Also, wenn die Regierung etwas sagt, müsst ihr immer nur die eine Frage stellen. Ist es wahr? Die Suche nach den Verantwortlichen ist im Gange. Wir schreiben für Menschen, die ihre eigenen Kinder in den Krieg schicken. Es sei eine Entscheidung gefallen, um den Irak anzugreifen. Ja, es ist eine Frage über Leben und Tod. Der Vizepräsident lügt. Er lügt! Colin ließ einen Schnapp. Wie immer den besten Soldaten. Die Bush-Regierung schert sich einen Dreck um die Wahrheit. Wenn sie Krieg wollen, dann bekommen sie ihn auch. Shock and Awe. Shock and Awe. Manche von ihnen könnten sogar hier, in diesem Raum sein. Hattest du wirklich Quellen, die sich in dem Raum befanden? Nein, aber es machte Spaß. Sie schwitzten wie die Huren in der Kirche.